Hallo, ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu dieser kleinen Buchvorstellung. Diesmal geht es um die Wolke von Gudrun Pausewang. Und gleich am Anfang eine kleine Anmerkung. Ich werde unter dem Video auf jeden Fall die Kommentarfunktion ausschalten, weil ich vermute zumindest, dieses Buch Pflichtlektüre ist in manchen Schulen und ich schon bei einigen Videos die Kommentarfunktion ausgemacht habe, wo ich Pflichtlektüre vorgestellt habe, weil dort immer wieder dasselbe zu lesen ist. Ich lese gerade das Buch, habe gar keinen Bock und versuche jetzt rauszufinden, worum es geht. Und es geht mir irgendwie auf den Sack. Und es ist auch nicht Sinn einer Buchrezension, euch die Hausaufgaben abzunehmen, sondern hier geht es ja darum, Leute zu animieren, das Buch zu lesen. Von daher werde ich die Kommentarfunktion ausschalten. Und ich werde auch nicht die komplette Handlung von vorne bis hinten erzählen, wie manche Leute manchmal denken. Weil auch das nicht der Sinn einer Buchrezension ist, sondern jemanden neugierig zu machen, indem man einen Teil der Handlung erzählt. So, das wollte ich mal anmerken, weil es schon mehrfach passiert ist. Ich habe das bei vielen Videos schon ausgemacht. Ich finde es immer sehr schade. Mein Problem ist einfach nur, dass immer dasselbe dasteht. Und ich verstehe nicht, was den Leuten das bringt. Ja, es ist Pflichtlektüre. Wenn es eure Pflichtlektüre ist, dann werden wahrscheinlich 100 andere Schüler das Buch auch lesen müssen. Das ist nun mal so. Was bringt euch das, drunter zu schreiben, dass ihr es auch lesen müsst? Ist das so ein Zusammengehörigkeitsding? Ich weiß nicht so richtig. Ich kann es auf jeden Fall nicht ganz nachvollziehen, was das einfach bringen soll. So, und deswegen wird es unter dem Video wahrscheinlich keine Kommentarfunktion geben. So, und vielleicht lasse ich es erstmal an und gucke mir an, ob dann die Leute genau das drunter schreiben, was ich gerade gesagt habe, und dann mache ich es aus. Ich weiß auch nicht so richtig. Egal. Auf jeden Fall geht es heute um die Wolke von Gudrun Pausewang. Ich habe das Buch in Aschersleben in der ja, irgendeinem Buchladen in Aschersleben geholt, zusammen mit Das Bildnis des Dorian Gray, weil ich dort einen Büchergutschein bekommen hatte von meiner Tante. Und da war noch irgendein anderes Buch dabei, noch irgendein drittes Buch. Aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass das hier mit dabei war. Ich hatte es eigentlich nur aufgrund des Covers mitgenommen. Ich hatte auch vorher noch nie ein Buch gelesen, was sich irgendwie mit Reaktorunglücken beschäftigt. Habe aber noch ein zweites Buch von ihr da. Und es wird dann später auf dem Buchstapel ganz einfach noch gelesen. Ich wollte es ein bisschen auseinanderziehen, logischerweise, wenn ich hatte mehrere Sachen mit dem gleichen Autor und da wollte ich es natürlich ein bisschen auseinanderziehen, die nicht gleich hintereinander lesen. Ich habe auch den Film dazu gesehen, aber da komme ich nachher nochmal zu. So, also in die Wolke geht es um ein Reaktorunglück in der Nähe von Schweinfurt. Jana Bertha ist gerade in der Schule, als sie, oder als allgemein ein Alarm erklingt. Erst wird es nicht ernst genommen und der Lehrer sagt, wir machen weiter. Die Uhrzeit ist eher ungewöhnlich und es ist doch sowieso nur eine Übung. Ist aber halt keine Übung, sondern es ist tatsächlich ein Reaktorunglück passiert. Ich habe schon vergessen, wie dieses. Es war, glaube ich, ein ausgedachtes Dings. Es war ein ganz merkwürdiger Name. Deswegen habe ich mir jetzt irgendwie nicht gemerkt. Wo? Okay, Moment, hier, ja, Grafenrheinfeld, glaube ich, ja. Genau, okay, es ist Grafenrheinfeld. Grafenrheinfeld ist irgendwie neben Schweinfurt und ich nenne sie jetzt Jana. Jana macht sich sehr große Sorgen, weil ihre Eltern und ihr kleiner Bruder im Moment in Schweinfurt sind, auf irgendeiner Tagung oder so. Aber sie kann sich jetzt nicht wirklich darum kümmern, sondern sie muss erst mal schauen, wie sie nach Hause kommt, weil dann auch noch ihr zweiter kleiner Bruder Uli irgendwie in Sicherheit gebracht werden muss. Sie schafft es dann zusammen mit ein paar älteren Schülern mit einem Auto nach Hause zu fahren. Die machen ihr auch nicht wirklich Mut. Also wird dann natürlich über Reaktorunglücke erzählt und wie schlimm das ist und es wird auch die Windrichtung geprüft, die natürlich genau auf ihr Heimatdorf zukommt. Wie hieß eigentlich das Heimatdorf? Oh
Ach Mensch, ich bin ja megamäßig vorbereitet heute. Das ist der absolute Wahnsinn. Dass es Grafen reinfällt. Und ich habe irgendwie vergessen, wie ihr Dorf hieß. Das kann nicht so weit sein, oder? Ach, ist egal. Nee, ich weiß es nicht. Aber irgendwie werde ich schon noch finden. Keine Sorge. Also auf jeden Fall versucht sie sich dann irgendwie weiter durchzuschlagen, weil der Typ mit dem Auto nicht bis ganz nach Hause fährt. Der wird dann von seinen Eltern, ja, die schmeißen dann die anderen raus und machen sich auf dem Weg in Sicherheit. Das kann nicht sein. Ja, sie gehen dann nach Hause, wo auch Uli schon da ist. Er hat auch schon angefangen, Kartoffeln zu schälen und zu reiben für Reibekuchen. Die wollten Reibekuchen essen nach der Schule. Und Jana weiß überhaupt nicht, was sie jetzt eigentlich machen soll. Weil sie, es gibt nicht wirklich so, es gibt zwar ein paar offizielle Anweisungen, aber sie erinnert sich da nicht so wirklich dran. Sie ist ja noch nicht so alt. Und deswegen weiß ich nicht so richtig, was sie machen soll. Sie schwankt zwischen die Räder schnappen und abhauen und einfach in den Keller zu gehen, weil der Keller irgendwie unter einem Berg ist oder in dem Berg drin. Und da gibt es ganz, ganz viele. Da gibt es ganz viele ganz viel Vorratszeug. Ihre Großeltern wohnen über ihnen und die sind gerade im Urlaub. Das Dorf heißt Schlitz, deswegen habe ich es mir nicht gemerkt. Es war einfach zu einfach. Die Großeltern wohnen oben drüber und haben einen riesengroßen Vorratskeller unten, jede Menge Wein und so ein Zeug. Deswegen möchte sie eigentlich in den Keller gehen. Also sie fängt ja auch an, das Zeug zusammenzupacken und Uli zu bitten, sein Zeug zusammenzupacken. Uli versteht überhaupt nichts, er ist noch sehr jung. Und ja, als sie dann anfangen, hier die Matratzen runterzuschleppen, klingelt aber das Telefon zwischendurch, sie geht dann nach oben und ihre Mutter ruft sie an und beschwört sie sofort loszufahren und gar nicht mehr zu warten. Ja, und inmitten von Verkehrschaos und Massenpanik machen sich die beiden dann auf den Weg, um einfach wegzukommen. Ich weiß gar nicht, wo sie so richtig hinwollen, ich glaube zum Bahnhof. Es nimmt doch einen sehr großen Teil des Buchs ein, diese Etappe mit dem Fahrrad, mit ihrem kleinen Bruder zusammen, der eigentlich gar nicht los möchte. Und dann hat er auch noch sein Hamster vergessen. Oder es war der Vogel. Ich glaube, im Film war es der Hamster. Und im Buch war es der Vogel von seinem Großvater, der jetzt alleine zu Hause ist. Und ja, sie muss Uli immer wieder beschwören, jetzt endlich hinzumachen, dass sie keine Zeit mehr haben, dass sie vorankommen müssen. Neben ihnen die Autoschlange, die nicht vorankommt. Und es geht schon los, dass ein paar Leute sich so ein bisschen bekriegen in den Autos und voll schreien. Da gibt es noch Straßenbarrikaden von der Polizei, wo die dann nicht lang dürfen. Und es ist alles sehr, sehr hektisch. Ja, und als dann Uli vom Auto angefahren wird, weiß Jana gar nicht mehr, was sie machen soll. Die nächsten Wochen sind völliges Chaos. Sie verbringt dann auch einige Zeit im Krankenhaus, weil sie es tatsächlich nicht geschafft hat, der Wolke zu entkommen. So, das ist es, worum es in dem Buch geht. Und es ist ein sehr hektisches Buch, vor allem zum Anfang. Und es ist vor allem ein sehr, sehr, sehr sozialkritisches Buch, was mir echt gut gefallen hat. Und das ist auch der Kritikpunkt, den ich ehrlich gesagt bei dem Film habe. Ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen, aber bei dem einmal Schauen ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass sehr große Teile der Sozialkritik hier fehlen. Es ist vor allem bei dem Buch so, dass dann ganz am Ende nochmal ein sehr wichtiges Gespräch stattfindet, wo dann nochmal einfach so Vorurteile und es wird alles sehr runtergespielt, wo wir aber im ganzen Buch erfahren haben, wie schlimm es eigentlich war. Und ja, die ganze Sozialkritik, die hat mir in dem Film sehr gefehlt. Dort ist es nämlich eher so eine Teenie-Jugendromanze mit ein bisschen Atomreaktor.
Und das ist in dem Buch überhaupt nicht so, was vor allem auch daran liegt, dass Jana Bertha sehr viel jünger ist. Sie heißt auch dort Johanna im Film und es hat mich echt gestört, weil in dem Buch extra drin steht, dass sie nicht Johanna genannt wurde, weil ihre Großmutter Johanna das nicht wollte. Sie hat gesagt, gebt ihr doch nicht so einen langweiligen Namen. Wenn es schon unbedingt in der Richtung sein muss, dann nennt sie Jana und Bertha dann nach der anderen Oma. Und deswegen sollte sie eben nicht Johanna heißen. Und warum heißt sie dann im Film Johanna? Ich verstehe es nicht ganz. Hätte sie wenigstens Jana nennen können? Ich finde, Jana ist ein schöner Name. Bertha jetzt nicht unbedingt. Aber das ist ja jedermanns Sache. Ich hätte ja gedacht, dass sie nur den Rufnamen Jana hat und dass Bertha weggelassen wird. Aber es wird im ganzen Buch Jana Bertha geschrieben. Na gut. Ja, es ist ein Buch mit sehr viel Auf und Ab der Emotionen. Ich kam mit Jana sehr gut klar, muss ich sagen, als Hauptperson. Mir hat sehr gut gefallen, dass es auch so weit in die Zukunft gereicht hat. Ist aber, glaube ich, beim Film auch so, dass es, ich weiß gar nicht, ein paar Monate später dann, ja, als die Gebiete dann wieder freigegeben werden und die Leute langsam zurückkehren. Ja, dass auch ein bisschen die Langzeitauswirkungen angesprochen wurden. Aber nicht so sehr. Da gibt es Filme, wo man das ein bisschen mehr sieht. Ich habe, glaube ich, im Coming Soon Video erwähnt, dass ich ein paar Filme zu dem Thema da habe. Und der am besten die Langzeitauswirkungen zeigt, ist auf jeden Fall der britische Film Threads. Den habe ich auch da. Die gibt es aber nur auf Englisch. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den mit Untertiteln gab. Ich glaube schon. Wahrscheinlich mit englischen Untertiteln. Deutsche Untertitel, glaube ich, gab es nicht. Aber den Film habe ich da. Den habe ich mir auch schon dreimal angeguckt. Ich finde ihn sehr, sehr gut und sehr, sehr. Es ist eher so, naja, es ist so eine Dokumentationsgeschichte eher. Also der Fokus ist dann doch darauf gelegt, was Atomkatastrophen auf Dauer anrichten können mit einer Gesellschaft. Ist aber natürlich auf einen Atomkrieg ausgelegt und nicht auf so einen Super-GAU in einem Kraftwerk. Das ist dann wieder ein Unterschied. Da kommen dann noch ein paar andere Aspekte hinzu. Das ist wahrscheinlich dann noch etwas schlimmer, würde ich sagen. Es kommt dann nochmal drauf an, ne? Wie viel davon ausgetreten ist. So, aber ich denke mal, dass bei einer Atombombe da mehr verseucht wird. So. Okay, also meine Ausgabe ist aus dem Ravensburger Taschenbuchverlag. Kann heute irgendwie nicht reden. Aber ich konnte mir jetzt auch, also ich habe das ja aufgrund des Covers mitgenommen. Das heißt, es ist für mich tatsächlich das schönste Cover von allen. Einfach weil ich es jetzt so da habe. Es gibt mit Sicherheit auch noch andere Cover davon. Ach hier, es kam raus erstmals im Jahr 1987. Also ist auch ein bisschen. Die Technik ist da noch nicht so ausgereift. Ne? Es gibt noch keine Handys und nix. Meine Ausgabe ist von 2006. Echt? Okay. Es geht auch gleich am Anfang des Buchs los mit so ein paar Sachen. Das Kapitel, also ist das überhaupt ein Kapitel? Das ist eigentlich eher so eine Voranfügung heißt nichts gewusst, was wohl damals nach Tschernobyl so ein bisschen durch die Medien ging, so dieses, wir wussten gar nicht, wie schlimm das alles ist. Und genau darauf ist auch das Buch ausgelegt, dass viele Leute sagen, es ist doch überhaupt nicht so schlimm gewesen. Und dann auch den Leuten, die das irgendwie erfahren haben und die dann keine Haare mehr haben oder irgendwelche andere, dass die dann, naja, von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Und das ist so das, worum es in dem Buch hauptsächlich geht, was das Buch hier zeigen soll. Und das fand ich sehr, sehr gut rübergebracht, hat mir sehr gut gefallen. Und ja, der Fokus hat mir sehr gut gefallen bei dem Buch. Es hat insgesamt 223 Seiten. Und ich finde, dass man auch sehr schnell durchkommt. Gerade am Anfang sind da größere Abschnitte, wie gesagt, hier, wo nur so ein paar Zeilen da sind. Und es ist auch immer mal sowas hier dazwischen gefügt worden, hier so. Sowas, wo die Seiten dann gar nicht mehr so lang sind. Das ist ja auch ein Jugendbuch, deswegen hat es auch gar nicht so viele Seiten. Meine Ausgabe kostet 7,99 €. So. Okay, dann würde ich sagen, was ist wieder von meiner Seite. Und wir sehen uns dann hoffentlich nächste Woche bei der nächsten Buchvorstellung. Bis dann.